Hallo und Happy Night. Haha, es ist kurz vor 6 Uhr morgens. Wir sind schon auf den Beinen, sonst niemand auf der Straße. Ja, wieso? Wir gehen jetzt meinen Abarth abholen. Ich kriege einen Abarth, so einen aufgemotzten Fiat 500 und darf mit den Abarth-Jungs nach Italien brettern. Dafür stehe ich ganz früh auf. ja. What? So, gleiche Kulisse, aber anders. Ich sitze im Abarth und jetzt wird er gestartet. Ja, in Rot. Da-da-da-da-da-da. Nicht, das ist Service, der Präsident tankt dir das Auto hin. Das war ein rasanter Tankstopp hier. Gerade hingestellt, zack, war schon der Tankstutzen drin. Das sieht ein bisschen aus, als hättest du schon mal geübt. Ja, guten Morgen erstmal. Ja, guten Morgen, so sind wir guter Dinge. Ja, mega, ich bin froh. Wessen Auto habe ich jetzt hier eigentlich? Das ist der Jahel, ihre Flitzer. Ah. Abarth, SES. Okay. Leicht modifiziert. Ja. Weil man denkt, der Benny ist ein gutes Auto, gerade noch gut genug, oder? Ja, also es fühlt sich gut an, hat auf der Autobahn schon recht Spaß gemacht. Ja, wir sehen. Wo geht die Reise hin heute eigentlich? Wir fahren nach Novara, das heißt, jetzt fahren wir erstmal nach Bellinzona, da treffen wir den Rest vom Abarth Club und dann in großen Schritten Richtung Novara. Okay, und da gibt es dann? Streetfood, italienisches Streetfood, mega Spezialitäten und da lassen wir es dann krachen und haben einen schönen Tag miteinander. Das klingt fantastisch, da freue ich mich drauf. Ja? Dann. In diesem Sinne, Schub on, Gas mal an, ein dreifaches Schub. Jetzt musst du on sagen. Aha, on, nochmal. Schub, on, Schub, on, Schub, on. Aufsitzen, abfahren. Straßenfahren macht absolut Spaß mit dem kleinen Abarth. Es ist fast so schön wie mit dem TÜV hier runter zu fahren. Er ist super wendig, wie man sieht. So, der erste Stopp hier in Bellinzona. Die ersten Abarth sind da. Und da sind die ersten Abarth, wie nennt man euch? Abarthisti. Abarthisti, gell? Abarthistis. Habt ihr alle gut hergefunden? Jo. Ja? Ja, vor dem Gotthard ein bisschen Stau, aber die sind eh am Spät beim Gotthard. Gut. Alle Autos noch heil. Also, außer der Momo schraubt wie wild. Der Momo hat die ganze Werkstatt mitgenommen, hä? Hab immer die ganze Werkstatt, alles dabei. Alles. Weiße Bescheid. Ja, schön. Also, wenn das Auto auseinanderfällt, du baust wieder zusammen, oder? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh nee. Oh oh. Das ist die Cappuccino. Oh, hab ich das vielleicht auf Video sogar? Nicht so. Es scheint ein sehr begehrter Ausblick zu sein. Alle fotografieren den Berg, ich mache das jetzt einfach auch mal. Ich bin gespannt, wie ihr den Ausblick findet. Ich finde den auch so schön wie die alle anderen. Aber wieso hast du eigentlich noch keine Mellis Felgenringe? Ich bin noch nicht dazugekommen, das kriegen wir dich auf die Sommerfelge drüber. Ja.
Der hat ganz viel Abart. Aber das ist Übungssache. So bin ich jetzt voll drin. Oder? Ja, genau. Und wenn ich jetzt so mache, dann sehe ich es ja wieder. Ah ja, klar. Wenn ich so mache, dann bin ich wieder voll drin. Das ist Übungssache. Ja. Hotelzimmer sieht so aus. War cool, mach ich den Parkplatz direkt vor der Tür. Kann also immer sein Auto mitnehmen. Fast mit ins Zimmer. Badezimmer. Ja, not bad. Von außen hat es so ein bisschen. Es sieht so ein bisschen so danach aus wie in Altstädten die Verrichtungsboxen. Kleine Einfahrten. Und wenn man hier den Schlüssel rauszieht, geht dort hinten das Tor auf. Und umgekehrt geht es natürlich auch, wenn man jetzt halt eben in diese Verrichtungsbox reingefahren ist. Zack. Und seinen Schlüssel hier reinsteckt, fährt automatisch das Tor zu. Ja, hat tatsächlich ein bisschen was von Verrichtungsbox, nicht? Ich glaube, wir sind jetzt hier tatsächlich irgendwie in der Fußgängerzone und kein Mensch weiß, wo wir langfahren. Und die Leute beschweren sich, glaube ich, schon auf Italienisch. Aber zum Glück verstehe ich kein Italienisch. Bibi di Papi, Bubi di Bibi. Ja. Aperta. Schön. Das ist jetzt ein bisschen wie auf dem Laufsteg, ne? Ja. Also, ein Vorteil hat es. Ich habe jetzt für euch die ganze Einkaufsstraße auf Video festgehalten hier. Deswegen filme ich mich munter mit die ganze Zeit. Und ja, mal sehen, was dabei rauskommt. So sieht es übrigens aus, wenn wir unterwegs sind. So, die erste internationale Pfeffi-Degustation. Pfeffi international, italienisch. Wie ist? Bene o no bene? La bombetta. La bombetta. Liquore, bene? Ist gut. Ist gut. Ist gut. Colluttorio. Colluttorio. Ich hoffe, das ist alles was Gutes. Yeah.
fertig. Tag 1 im Abarth-Ausflugsland. Streetfood-Festival war geil. Mega gutes Essen. Ich habe vielleicht jetzt nicht so viel Essen gefilmt, weil ich zu sehr damit beschäftigt war, zu genießen. Und es war großartig. Ein tolles Essen hier. Ja, es macht furchtbar viel Spaß, mit den Jungs hier unterwegs zu sein. Einfach großartige Menschen, ganz tolle Menschen. Und ja, es ist einfach schön, mit denen unterwegs zu sein. Das macht echt happy. Ja, ich bin echt dankbar dafür, dass ich hier mit dabei sein darf. Bye bye, ciao ciao, ci vediamo domani. Hallo und happy morning. Mein erster Tag im freigestellt sein und es ist schon ein bisschen stressig. Ich habe voll viele Termine heute. Unter anderem gehe ich ins Kraniosakral und im Sport natürlich. Am Abend bin ich wieder im Dynamo und mache einen weiteren Kurs und versuche natürlich noch irgendwie ein paar T-Shirts zu holen. So, eigentlich wollte ich jetzt ins Kraniosakral, aber der Robin ist ins Spital gebracht worden und braucht mich jetzt als Fahrdienst. Ich hole ihn jetzt ab und dann wird halt kurzerhand das Kraniosakral abgesagt. Das ist gar kein Problem.